Ich begrüße alle, die sich hier eingefunden haben, ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Klasse, Kultur, Krise, faire Arbeit in Kunst und Kultur. Diese führen wir in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung durch. Mein Name ist Petra Sitte. Jetzt halt was, irgendjemand hat sein Mikro angemacht. Also mein Name ist Petra Sitte, ich bin Bundestagsabgeordnete, arbeite gemeinsam mit Simone Bayentos in dem Arbeitskreis Kultur, Wissen und Lebensweisen. Und Simone Bayentos ist immer besonders erfreut darüber, dass unser Arbeitskreis in seiner Bezeichnung mit Kultur auch beginnt. Ich selber widme mich vor allem den Themen Technologie, Innovationspolitik, Forschungspolitik, zu Teilen der Netzpolitik und seit vielen Jahren bin ich sehr engagiert in den ganzen bioethischen Fragen, die ja auch quer durch die Fraktion für heftige Diskussionen sorgen. Und weil ich Arbeitskreisleiterin bin, ich zugleich auch stellvertretende Fraktion. Vorsitzende. Soweit dazu. Wir freuen uns, wie ich schon vorhin ganz kurz angedeutet habe, über das große Interesse an der heutigen Veranstaltung. Und wir wollen sozusagen unter klassenanalytischen Gesichtspunkten auf den Kulturbetrieb schauen, sowie über die Diskriminierungsform Klassismus, ich wusste, dass ich mich versprechen werde, Klassismus diskutieren. Schaut man in die Debatten im Feuilleton, Gesellschafts- oder in Politikteilen der Zeitschriften der letzten Jahre, dann drängt sich einem schon der Eindruck auf, wow, er ist wieder da, der Klassenbegriff. Ein Begriff, den der eine oder die andere irritiert zur Kenntnis nimmt und andere wiederum glauben, wo soll da gleich zum Klassenkampf und rote Fahne über den Kreml und so weiter aufgerufen werden? Oder was ist darunter zu verstehen? Wir finden gemeinsam mit jenen, die sich auch heute an den Diskussionen beteiligen, die hier Beiträge einbringen, dass der Klassenkampf, dass der Klassenbegriff im Grunde nie weg war. Vielmehr wurde er insbesondere von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern weiterentwickelt. Er wurde munter in wissenschaftlichen Debatten, nicht selten sehr kontrovers diskutiert. Und neben seiner analytischen Funktion kommt dem Klassenbegriff natürlich auch eine politische Dimension. Ich glaube, wir sind ja hier in der Linksfraktion, denn wer von Klasse spricht, hat eben auch ein Verständnis von Klassengesellschaft. Dass wir also über den Zusammenhang von Klasse, Kultur und Krise sprechen müssen, machen nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Kulturbetrieb und viele Kulturschaffenden deutlich, die oft in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, sofern sie überhaupt ein Arbeitsverhältnis haben. Oftmals haben sie keinerlei Rücklagen bilden können. Die Künstlersozialkasse hat gerade erst Statistiken veröffentlicht über die Durchschnittseinkommen. Insofern weisen viele der Kreativen keine Krisenresilienz unter diesen sozialen Gesichtspunkten auf. Es ist aus unserer Perspektive allerdings auch geboten, auf die Kultureinrichtung zu blicken. Wie ist sie aufgestellt? Wie steht es um Teilhabegerechtigkeit? Wie inklusiv ist sie? Die Corona-Krise hat nun den Kulturbetrieb nahezu vollständig zum Stillstand gebracht. Ja, es ist viel im Netz angeboten worden, aber das ist eben oftmals nicht das gewesen, was Mann und Maus ernährt, sondern es war ein Angebot von Kreativen, auch weiterhin mit Interessierten in Kontakt zu bleiben und auch sich selbst in ihrer künstlerischen Entwicklung zu entwickeln bzw. darzustellen. Wir wollen nun die Zeit nutzen, auch in der Hoffnung, dass es bald vorbei ist, und eine solche Veranstaltung hier anbieten und gemeinsam mit Ihnen, mit euch diskutieren. So, und jetzt kommt der Teil, den man immer so technische Hinweise nennt. Ich soll nämlich zum einen etwas zum Ablauf sagen und dann zu diesem ganzen Design von AlphaView. Nach mir wird Simone Bayentos, unsere kulturpolitische Sprecherin unserer Fraktion, in das Thema einführen. Sie stellt nebenbei auch die ganzen spannenden Referentinnen und Referenten vor. Darunter ist auch Klaus Lederer, unser Berliner Kultursenator.
Klaus, herzlichen Gruß besonders. Und dann werden die einzelnen genannten Möglichkeit haben, kurze Inputs zu geben. Danach kann man sich eines der Panels aussuchen. Und dort wiederum sind alle herzlich zur aktiven Teilnahme eingeladen. Im Anschluss geht es dann wieder hierher zurück ins Plenum. Und diesen Punkt werde ich gleich nochmal aufgreifen. Und hier sollen dann die Panel-Ergebnisse von den Moderatorinnen und Moderatoren vorgetragen werden und mit allen teilnehmenden Referentinnen zum Thema Kulturpolitik in 2030 abschließend diskutiert werden. Wir haben die Veranstaltung in etwa auf 2 Stunden konzipiert. So, und jetzt wird es nochmal ganz technisch. AlphaView ist ja nicht jedem bekannt und da man so viele Anwendungen hat, weiß man bisweilen nicht, wo man was findet. Deshalb erstens, jetzt befinden wir uns gerade im virtuellen Plenum. Wenn Sie rechts oben in Ihren Anwendungen bei AlphaView auf die beiden Knöpfe gehen, dann kommen Sie in die Panelräume. Und wenn Sie dann wiederum vorsichtig mit Ihrem Cursor über die Panelräume streichen, dann müssten die Buttons blau aufleuchten und es müsste die Aufschrift kommen, betreten. Diese bedienen Sie, um später in das von Ihnen ausgesuchte Panel zu gelangen. Zweitens, Publikumsteilnahme, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, findet einzig und allein in diesen 3 Panels statt. Wir haben das so konzipiert, dass die Kommunikation mit unseren Referentinnen und Referenten über die Chatfunktion verläuft. Nachdem Sie also dort Ihre Fragen, Kommentare und Diskussionsbeiträge in den Gruppenchat geschrieben haben, werden diese wiederum von unseren Moderationsassistenten und Assistentinnen in das Panelgespräch eingebracht. Das Symbol für den Gruppenchat stellt hier in dem Falle so eine Sprechblase dar, die Sie da oben rechts auch finden. So, drittens, es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass Sie, liebes Publikum, leider, so zahlreich Sie auch sein mögen, unsichtbar bleiben über die gesamte Veranstaltung. Uns war das schlicht und ergreifend zu heiß aus technischen Gründen, das zu versuchen einzublenden. Wir wollen jetzt nicht wegen technischer Unwägbarkeiten rausfliegen oder irgendwelche Bremsen bzw. Blockierungen haben. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ansonsten weiß man ja, oh, ich habe immer gar nichts gemacht. Was ist jetzt los? Was tut er mit mir? Immer wieder weiter versuchen, man kann ja nichts kaputt machen. Insofern wünsche ich uns allen einen spannenden und konstruktiven Austausch sowie jede Menge Inspiration und gute Ideen. Ich bin, wie Sie gemerkt haben, auch ein wenig aufgeregt, aber ich habe mich auf diesen Abend sehr gefreut. Ich gebe jetzt das Wort weiter an Daniela Trochowski. Sie ist seit 2020 geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung. So, dann mache ich jetzt mein Mikro aus und du, liebe Daniela, darfst. Vielen Dank, Petra. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung zu Kulturpolitik und faire Arbeit in der Kultur durchführen. Wenn du gesagt hast, man kann nichts kaputt machen hier am Computer. Ich hatte in diesem ein Jahr digitale Veranstaltung schon manchmal das Gefühl, ich habe das Internet gelöscht. Also diese Klassiker, wenn dann nichts mehr funktioniert, obwohl man alle Knöpfe sozusagen gedrückt hat, die man eigentlich drücken soll. Und heute ging es mir mit AlphaView auch schon fast wieder so. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit der Bundestagsfraktion diese Veranstaltung zu einem Thema, das ja sehr aktuell ist und vor allen Dingen auch nochmal eine Brisanz bekommen hat, durch die Krise durchführen können. Und ich freue mich vor allen Dingen über die Gäste, die wir hier begrüßen können. Klaus, Simone Barrientos, Marva und viele andere, die ja selber auch Mitglieder der Stiftung sind. Und die mit uns gemeinsam diskutieren über ja die Themen, die du gerade benannt hast, Petra, Kulturpolitik, Prekariat in der Kultur, prekäre Arbeitsverhältnisse in der Kultur und bei den Kunstschaffenden, aber auch die Verschärfung dieser Situation durch die aktuelle Krise. Und ich glaube, es ist ja vielen bekannt oder hatte sich ja auch schon vor der Krise herumgesprochen, dass Kultur und Kunst auch ein Verhältnis zum Geld haben.
Und dass es viele Debatten, die wir jetzt führen, schon vor der Krise gab, nämlich die Frage der Monopolisierung im Kunst- und Kulturbereich, die Frage von prekären Arbeitsverhältnissen, von Selbstausbeutung, von Ausbeutung, von viel zu langen Arbeitszeiten und zur Frage öffentlicher Förderung auch von Kultur und Kunst. Man hat die Gehälter von vor der Krise ja heute auch immer wieder vor Augen geführt. Ich habe mir die vor der Veranstaltung von 2019 nochmal rausgezogen und die waren schon niedrig genug. Wenn ein Komponist rund 23.000 Euro pro Jahr verdient hat und ein Musiklehrer 13.000 Euro pro Jahr verdient hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Einkommensverhältnisse heute nach einem Jahr Corona und praktischen Wegbrechens des Tätigkeitsfeldes von Kultur- und Kunstschaffenden sind. Und so ist es ja am Ende dann auch, dass viele, die in dem Bereich tätig waren, beziehungsweise eigentlich tätig sind, wechseln mussten aus ihrem Kultur- und Kunstbereich an die Edeka-Kasse, um überhaupt ihre Wohnung, ihre Lebensbedürfnisse, Grundnahrungsmittel und so weiter finanzieren zu können. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir hier in Berlin einen Kultursenator haben, der sich dieses Themas annimmt, der eine Sensibilität für dieses Thema hat und der sich nicht hinstellt wie Frau Merkel und der Meinung ist, auf die Kultur kann man als erstes verzichten in einer Krise. Das kann vielleicht für Frau Merkel zutreffen. Ich glaube, für den Großteil der Menschen trifft das nicht zu. Ich glaube, der zweite wichtige Punkt, über den man in dem Bereich diskutieren muss, ist nicht nur die Frage der individuellen Lebensverhältnisse von Kultur- und Kunstschaffenden, sondern eben auch der Finanzierung von Räumen von Kunst und Kultur. Ich habe das lange Jahre in Brandenburg diskutiert, die Frage der Finanzausstattung für Kommunen zum Beispiel, um Kultur und Kunst zu finanzieren. Und auch das ist ein Feld, das eigentlich gefühlt jedenfalls immer prekär ist, weil man das Gefühl hat, dass gerade im privat finanzierten Kultur- und Kunstbereich in den letzten Jahren viel weggebrochen ist, auch durch die Situation auf dem Immobilienmarkt, sich viele Kultur- und Kunsteinrichtungen nicht mehr halten konnten, weil sie eben dem Markt nicht gewachsen sind, was Kunst und Kultur ja auch nicht muss. Und ich glaube, wenn man dort nichts entgegensetzt, diesen Verhältnissen nichts entgegensetzt, dann tritt in dieser Gesellschaft, und das wird man dann vielleicht auch ganz massiv nach dieser Corona-Krise bemerken, ja, ich würde mal sagen, so eine vierfache Verödung und Verarmung ein. Zuallererst verarmen die Künstler und Künstlerinnen, die Kulturschaffenden, wenn es diese Sonderprogramme nicht gibt und wenn diese Sonderprogramme nicht greifen. Es veröden aber auch Städte und Kommunen, weil es diese Kultureinrichtungen nicht mehr gibt, die ja auch Leben generiert haben, die Sozialität generiert haben. Es veröden Menschen an sich. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ich bin der Meinung, er kann auf Kunst und Kultur nicht so einfach verzichten. Kunst und Kultur ist ein Grundnahrungsmittel. Sicherlich ist Essen, Trinken, eine warme Wohnung stehen ganz oben auf der Agenda. Aber das sich auseinandersetzen mit Kunst und Kultur oder sich auseinandersetzen mit aktuellen Problemen, historischen Problemen, mit künstlerischen Mitteln, das ist, glaube ich, dem Menschen ein sehr großes Bedürfnis. Und ich glaube, es gibt, wenn wir dem Trend nichts entgegensetzen oder der Entwicklung nichts entgegensetzen, eine vierte Verödung, nämlich die Verödung und Verarmung der Gesellschaft an sich. Denn Kunst und Kultur haben aus meiner Sicht auch für die Gesellschaft an sich, für das Miteinander, für das Ausprobieren, das Ausleben von Konflikten eine ganz essentielle Funktion. Weil wenn man sich Theater ansieht, wenn man sich Galerien ansieht, so ist natürlich auch die Kunst oder der Kulturbereich ein Hauptfeld, um historische Debatten zu führen, um aktuelle Debatten zu führen, um sich mit seinem Drumherum, mit seinen Mitmenschen zu aktuellen und gesellschaftspolitischen Problemen auseinanderzusetzen und so ein Stück weit auch so demokratische Instrumentarien uns allen an die Hand zu geben und unsere Konflikte anders auszufechten als auf der Straße oder in gewalttätigen oder massiven Debatten. Vor diesem Hintergrund bin ich froh, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung machen und uns auch auf die Suche begeben, in diesen Panels die Verhältnisse, die Bedingungen sowohl einerseits für Künstlerinnen und Künstler als auch für die Einrichtungen, aber auch zu verbessern, aber auch über den Stellenwert von Kunst und Kultur in der Gesellschaft zu sprechen, der ja in Sonntagsreden
mal sehr hoch gehalten wird. Wenn es dann aber um die materiellen Verhältnisse der Betroffenen geht, sich alle doch eher zurückhaltend äußern. Ich übergebe an Simone Barrientos, die uns eine Einführung geben wird. Ich bin mir immer ein bisschen unsicher, ob man Menschen vorstellen muss, weil Simone Barrientos ist Mitglied des Bundestages, ist im Bereich der Kulturpolitik engagiert, ist als Mitglied des Bundestages, manchmal wird man ja auch durch bestimmte Dinge besonders bekannt geworden, durch eine Rede, die sie in spanischer Sprache gehalten hat, als Konter auf einen Antrag der AfD, deutsche Sprache als als Heimatsprache im Grundgesetz zu verankern. Das war ein ziemlich guter Konter und Hut ab, wenn man das kann. Aber natürlich bist du auch bekannt durch dein Engagement im Bereich des Feminismus, LGBT und, wie ich schon gesagt habe, der Kulturpolitik. Ich wünsche uns allen in allen Panels interessante Debatten, spannende Debatten. Ich werde leider nicht bis zum Schluss dabei sein können, weil wir in der Stiftung noch andere Debatten und Zoom-Konferenzen zu führen haben. Aber ich freue mich über unser Zusammentreffen hier heute Abend. Jetzt für dich, Simone, fällt frei. Ja, ganz vielen Dank auch für die Blumen. Ich habe die Rede damals übrigens nur Spanisch eröffnet, und zwar im Dialog mit einem französischen Parlamentarier, der auf der Tribüne saß. Und das war sozusagen, ne, unsere gemeinsame Sprache war Spanisch. Dieses Thema schreit eigentlich, wenn man sich anschaut, wie viele Leute jetzt sich dafür angemeldet haben und interessieren, nach einer Konferenz in Nach-Corona-Zeiten, sage ich mal. Und ich glaube, das sollten wir im Blick behalten, weil ich glaube, die Diskussion beginnt gerade erst, obwohl das Thema natürlich eigentlich immer aktuell war. Aber man hat es nicht mehr so genannt, Klasse war irgendwie, hatte sowas Angestaubtes. Im Kulturausschuss hieß es neulich von Seiten der Union in meine Richtung, wir haben ja immer noch im Klassenkampf, wo ich gesagt habe, klar, solange der Kampf nicht gewonnen ist, können wir ja damit nicht aufhören. Diese ganze Situation, die ihr jetzt schon umrissen habt, KulturarbeiterInnen, sage ich immer gern, betreffend, die hat sich ja durch die Krise, ich sag mal vorsichtig, eigentlich nicht geändert, sondern die war ja vorher schon so, dass wenn irgendwas passierte im persönlichen Umfeld, da genügte es, krank zu werden oder was weiß ich, dann war man... Ja, man war Ende Gelände sozusagen. Das heißt, als der Lockdown kam im März, da war uns klar, dass es jetzt ganz viele Leute gibt in dieser Branche, die nicht wissen, wie sie im nächsten Monat ihre Miete bezahlen sollen. Also das, finde ich, muss man immer festhalten. Die Krise hat es natürlich extrem verschärft und hat natürlich den Kreis der Betroffenen extrem erweitert. Ich glaube, dadurch tut sich aber auch ein Fenster auf, in dem wir Diskussionen über Kulturpolitik, über die Gestaltung von Kulturpolitik nochmal anders reden können, weil die Erkenntnis eben auch breiter geworden ist, dass es da ein verdammtes Problem gibt. Wir sind uns alle einig, dass Menschen, die Kunst und Kultur machen, von ihrer Arbeit leben können sollen. Wir wissen, dass das Engagement dieser Menschen in dieser Branche unersetzlich ist. Es ist nicht, sage ich immer gerne, System, sondern demokratierelevant. Also wenn wir von System reden, dann von Demokratie, finde ich, das ist wichtig. Und es ist schon vorher so gewesen, dass viele sich in dem Bereich von Projekt zu Projekt hangeln, aber eigentlich gar keine Zukunftssicherheit haben, sondern immer wieder gucken, was kommt als nächstes, komme ich über die Runden oder muss ich erstmal wieder ein halbes Jahr Taxi fahren. Die Lebenshaltungskosten haben sich in den letzten Jahrzehnten extrem erhöht. Im Vorwende West-Berlin ist man zweimal die Woche Taxi gefahren und hatte genug Geld, um seine Wohnung zu bezahlen, Kunst und Kultur zu machen. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Also auch das spielt natürlich eine Rolle, dass sich die Gegensätze verschärft haben in der Gesellschaft. Und die Frage ist dann auch, also ganz betroffen sind natürlich von diesen Entwicklungen dann immer noch die, die es sowieso immer am meisten trifft. Also die, die ausgegrenzt werden oder benachteiligt werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, auch ihrer sozioökonomischen Herkunft. Also wer kann sich eigentlich noch
Kultur leisten, und zwar nicht nur die Frage im Sinne von Kultur genießen, sondern auch im Sinne von Kultur machen. Die Kunsthochschulen, wo sind denn da die Arbeiterkinder eigentlich? Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, welche Kultur am Ende oder Kunst gemacht wird. Was aber bedeutet faire Arbeit in Kultur? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und wie kann Kulturförderung aussehen, die dann Sicherheit, existenzielle Sicherheit mit sich bringt, ohne dass sie Abhängigkeiten vielleicht ausbaut? Ganz viele Fragen, die wir, ich versuche es ein bisschen kurz zu machen, weil wir natürlich mit der Zeit haushalten müssen und in den Panels dann besonders intensiv diskutieren wollen. Ich begrüße jetzt erstmal all meine ReferentInnen, und zwar ganz der Reihe nach und immer mit Inputpausen. Wir haben, Petra sagte es schon, drei Panels, in denen wir diese Themen diskutieren wollen. Alle Panels verbindet die Frage, sehr weit gedacht, wie soll Kulturpolitik 2030 aussehen? Also wo wollen wir hin und wie kann man sie vom Kopf auf die Füße stellen? Das meint, wir wollen also Ideen auch entwickeln, wirklich für die Zukunft und nicht nur am bestehenden System herumdoktern, sondern darüber hinausdenken. Wir wollen, dass die Ergebnisse der heutigen Diskussion, wir wollen die auch in unsere, also ich jedenfalls in meine parlamentarische Arbeit und ich denke Klaus auch in seine realpolitische Arbeit mitnehmen und schauen, was man da umsetzen kann. Das erste Panel wird sich beschäftigen mit Kulturförderung in und nach Corona. Wir schauen uns also die Kulturförderung auf Landes- und kommunaler Ebene an, und zwar während und nach Corona, und wollen besprechen, wie man das sozial nachhaltiger gestalten kann. Auch in diesem Panel werden Klaus Lederer und ich diskutieren. Klaus Lederer wurde ja schon vorgestellt, da ist es nun wirklich wahrscheinlich unnötig. Ich mach's trotzdem. Klaus Lederer ist Senator für Kultur und Europa in Berlin. Ich bin kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, und moderiert wird dieses Panel von Imke Ellison-Kiefroth. Sie ist Referentin für Kultur und bürgerschaftliches Engagement in Berlin. Lieber Klaus, der erste Input gehört dir. Ja, vielen Dank, liebe Simone. Vielen Dank, liebe Daniela, auch wenn sie jetzt schon weg ist. Ein herzliches Hallo in die Runde hier mit meinen MitdiskutantInnen. Ich finde das extrem traurig, dass das Publikum unsichtbar ist, muss ich echt sagen. Und da bin ich bei meinem ersten Punkt sozusagen, für mich herrscht Ausnahmezustand. Also für mich herrscht tatsächlich Ausnahmezustand, nicht im Sinne von Karl Schmitt oder nicht im Sinne von Verfassungs- und Staatsrecht, sondern eher im mentalen Sinne. Ich finde, dass die Tatsache, dass wir jetzt hier seit einem Jahr permanent auf solche Situationen zurückgeworfen sind, in denen wir nicht miteinander direkt reden können, unfassbar anstrengend. Das sage ich mal erstmal vorweg. Und wenn ich sage, seit fast einem Jahr, dann muss ich tatsächlich auch sagen, wir sind jetzt an so einem Jubiläumspunkt. Am 10. März des letzten Jahres, da erinnere ich mich, war eine Senatssitzung, in der war Christian Drosten da. Da gab es noch keine MinisterpräsidentInnen-Konferenzen mit der Kanzlerin, gar nichts, sondern da waren einfach die ersten Ansteckungen aufgrund von Corona bei uns aufgetreten. Und ich habe an dem Tag meine IntendantInnen damals noch physisch tatsächlich im größten Raum der Kulturverwaltung mit aufgerissenen Fenstern und Durchzug zusammengeholt und habe denen gesagt, was wir im Senat erfahren haben, und habe mich daran erinnert, was eine Exponentialfunktion ist aus dem Schulunterricht, und habe gesagt, wir müssen jetzt unsere Seele dicht machen. Das geht nicht anders. Bevor wir nicht genau wissen, was hier los ist, müssen wir unsere Seele zumachen. Und ab dem 13. März haben wir dann die Einrichtung auch komplett zugemacht. Da war in der Bundesrepublik noch allgemeines Rätselraten über die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser Situation um? Und wir haben das alles dicht gemacht. Und auch heute kommt mir das alles noch komplett surreal vor, weil ich bin ja nicht Kultursenator geworden, um meine Einrichtungen zuzumachen, sondern um Kultur zu ermöglichen. Also es ist eine völlige irre Geschichte. Und es ist schon auch eine krasse Zäsur, die unser kulturelles Leben insgesamt durch diese Pandemie erfahren hat. Wir befinden uns permanent im Krisenmodus. Wir haben zwischenzeitlich mal ganz kurz so einen Augenblick gehabt, wo der eingeschränkte Betrieb von Bühnen wieder möglich war im vergangenen Spätsommer, im Spätsommer. Aber, und die Kinos und überhaupt alles, was sich so denken lässt.
Und ich hoffe trotz alledem, dass in absehbarer Zeit wieder Dinge möglich werden. Und bin ja auch permanent in der Kulturministerinnenkonferenz dabei, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden, wie können wir das jetzt machen, was ist die richtige Reihenfolge, jetzt sind zum Beispiel die Musikschulen in Berlin noch zu, obwohl die Kitas langsam wieder in den Regelbetrieb gehen, da sage ich jetzt auch, das muss beim nächsten Schritt erstmal mit rein, einfach damit Kultur da nicht völlig wegrutscht. Ne? So. Und trotzdem bleibt natürlich in der Rückschau die Situation, dass wir uns oft komplett auf komplett schwammigen Boden bewegen. Also es ist, eigentlich gibt keine klare Perspektive für mich derzeit bei diesen Inzidenzzahlen mit der Mutation gleich zu sagen, jetzt wird das so und so und so. Ne? So. Also das mal ganz vorneweg. Ansonsten habt ihr in der Einladung zur Veranstaltung und auch beim Veranstaltungsthema ja zwei Dinge zusammengemixt. Ja, ihr wollt über Klassismus im Kulturbereich sprechen, was ich total löblich finde. Und sage auch mal ganz vorweg, ich finde den orthodoxen Klassenbegriff tatsächlich reif für den Müllhaufen der Geschichte. Und vermutlich kommt daher auch die Situation, dass Leute bei dem Begriff Klasse immer noch zusammenzucken. Ich tue das ein Stück weit auch, weil ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich habe in den 90er Jahren lange Zeit gebraucht, um mich von diesen orthodoxen Zuschreibungen und Verhältnissen einer linken Theologie zu entfernen und zu befreien. So. Und trotzdem gibt es natürlich sowas wie Ausschlüsse und Exklusionen und gibt es gesellschaftliche Hierarchieverhältnisse. Und die darf man dann gerne auch Klassen nennen und inzwischen trauen sich das auch Leute wieder und sagen das auch wieder, aber man muss, finde ich, immer dazu sagen, was man damit meint. Weil, wie gesagt, also in die orthodoxen Lesarten von Klassengesellschaft möchte ich eigentlich nicht zurück. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile auch mit einer in Marx'scher Tradition, mit einer Annäherung in Marx'scher Tradition ein Stück weiter. Und dann sind wir an dem Punkt, den du, Simone, eben so angedeutet hast. Der Kulturbetrieb war auch vor der Krise schon nicht frei von Hierarchien, nicht frei von Ausschlüssen. Und die Frage, wer mitmachen durfte und wer nicht mitmachen durfte, war auch vor der Pandemie schon ein Problem. Also die Pandemie sozusagen beschert uns da keine aufregenden neuen Erkenntnisse, sondern der Kulturbetrieb ist ein Betrieb, der Leute reinlässt und andere Leute ausschließt. Und wenn man über diese Fragen redet, dann kann man auch ohne die Pandemie darüber reden. Und dann habt ihr aber die Pandemie mit reingepackt und das macht die ganze Sache aus meiner Sicht eigentlich nur noch prekärer, krasser, sichtbarer. Also die Pandemie hat Ungleichgewichte, hat Ausschlüsse nochmal in besonderer Weise befeuert. Ja? Also es gab schon vorher... Ich mache es mal an einem Beispiel nur, man könnte tausend andere noch nennen. Also die institutionelle Kultur war immer schon die institutionelle Kultur und hatte andere Arbeitsverhältnisse zu bieten als eine freie Szene und noch eine andere Situation als der kulturelle Laienbereich, der auch wieder ganz anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Insofern, das gab es alles vor der Pandemie schon. Und wenn wir jetzt über die Pandemie reden, ich habe jetzt eben eigentlich schon gesagt, sozusagen, was zum Thema Pandemie aus meiner Perspektive jetzt aktuell zu sagen war, dann ist natürlich auch der Kulturbetrieb nicht jenseits der Gesamtgesellschaft und auch die Gesamtgesellschaft ist durchzogen von, platt ausgedrückt, Klassenverhältnissen, etwas spezifischer ausgedrückt von Verhältnissen ungleicher Teilhabe, von Ausgrenzungsmechanismen, von Inklusion und Exklusion, also von Ausschlüssen von Leuten, die nicht teilhaben dürfen und von anderen Leuten, die es relativ einfach haben, dabei zu sein. Ich war heute in einem Untersuchungsausschuss, da ging es um Machtmissbrauch in einer Kultureinrichtung und da handelte es sich auch um Machtmissbrauch vor allem gegenüber jungen Frauen. Das hat sich alles vor der Pandemie abgespielt. Das hat sich alles schon vor der Pandemie abgespielt. Und die Frage, wie man umgegangen ist, komplett ohne die Pandemie diskutieren. Wenn ich jetzt hier erzähle, dann erzähle ich auch natürlich in dem Wissen darum, dass ich als ein Regierungsmitglied darüber rede, also aus einer privilegierten, also aus einer Luxusposition heraus, der ich jetzt irgendwie erzählen kann, was ich die letzten 10, 12 Monate in der Pandemie gemacht habe. Aber ich erzähle natürlich nicht aus der Perspektive von jemandem, der den Dingen unmittelbar ausgesetzt war. Also der zum Beispiel mit der Situation konfrontiert ist, dass mit meiner Schließung der Einrichtung im März letzten Jahres sämtliche Einnahmen weggebrochen waren, sämtliche soziale Absicherung weggebrochen ist und Hartz IV ist ja auch keine Erfindung der Pandemie, sondern gab es ja auch schon vorher und wir alle wissen um die Situation von Freiberuflern und Soloselbstständigen. Solange die Situation so ist, dass sie sich halbwegs über Wasser halten konnten, konnten sie sich über Wasser halten. Als die Einrichtungen zu waren, stand ihnen eigentlich qua Gesetz nur die Grundsicherung zur Verfügung, also Hartz IV. So.
Auch das ist keine Erfindung der Pandemie, sondern das hat was mit den Verhältnissen vorher zu tun. Ich mache es relativ schnell. Wir haben versucht, den Leuten zu helfen. Ich habe Signal bekommen, ich muss mich ranhalten. Also im Kurzdurchlauf. Wir haben schnell versucht, den Leuten zu helfen, indem wir hier 5.000 Euro rausgehauen haben an alle, die in dieser Situation waren, damit sie erstmal über die Runden kommen. Wir haben versucht, über den Bundesrat, den Bund aufzufordern, Soloselbstständige und Freiberufler nicht auf Hartz IV zu setzen. Wir haben hier diverse Hilfeprogramme aufgesetzt. Wir haben Stipendien ausgelost, was auch Kritiken mit sich gebracht hat. Anders hätten wir es aber gar nicht können, damit Menschen die Chance haben, über diese Krise hinwegzukommen. Wir haben jetzt im Grunde Liquiditätshilfen seit Beginn der Pandemie an private Kulturbetriebe geliefert. Wir haben unsere Förderprogramme so ausgerichtet, dass die Förderungen an die freie Szene weiter bezahlt werden konnten, damit die Projekte mit anderem Titel, in anderem Zeitraum, pandemiekonform fortgesetzt werden können. Und wir haben alle Kultureinrichtungen beraten, dass sie sozusagen Corona-Pandemie konforme Hygienekonzepte aufsetzen können. Jetzt sind wir in so einer komischen Zwischenstellung und ich komme auch gleich zum Schluss, in der wir nicht wissen, ob jetzt wirklich wieder alles aufgeht. Ich glaube, diese Mutante muss man ernst nehmen und die kann uns in den nächsten Wochen auch noch manche Überraschungen bereiten. Ich gehe nicht davon aus, dass bei dem Impfstatus und dem Versagen der Bundesregierung, was das angeht, und bei den Teststrategien, die hier gerade laufen, wo uns viel angekündigt wird, aber nicht wirklich was realisiert wird, wir in den nächsten Wochen ohne große Probleme einfach wieder aus der Pandemie rauskommen. Das wird uns alles noch eine Weile weiter beherrschen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt irgendwie letzte Woche nochmal 55 Millionen beiseite holen konnte für die Kulturbetriebe und auch für die Kulturförderung. Wir werden jetzt einfach versuchen, den privaten Kulturbetrieben dann über den Sommer hinweg einen Neustart zu ermöglichen. Wir werden nochmal ein paar Stipendien raushauen, wir werden unsere regulären Stipendien jetzt verdreifacht, um nochmal KulturarbeiterInnen die Chance zu geben, jetzt über das Jahr ohne Existenzängste arbeiten zu können. Und wir werden alles Mögliche tun, um Aktivitäten, die sonst in Innenräumen stattgefunden hätten, jetzt im Sommer nach draußen zu verlegen, damit Kultur wieder stattfinden kann, damit langsam dieser Betrieb wieder stattfinden kann. Aber es bleibt dabei, all die Ungleichgewichte, die vor der Pandemie im Kulturbetrieb herrschten, herrschen auch weiter. Und deswegen glaube ich, hat es nur Sinn, wenn wir nachher in den Räumen, in denen wir nochmal im Detail reden, auch mal darüber diskutieren, was sind eigentlich die Lehren, die eigentlich vor der Pandemie schon klar waren, aber die durch die Pandemie nochmal verstärkt worden sind. Wie Kultur eigentlich ausgestattet sein muss, damit sie möglichst hierarchiefrei für alle zugänglich ist. Und damit meine ich die ArbeiterInnen im Kulturbereich genauso wie diejenigen, die auf Kultur einen Anspruch haben. Denn auch da kann man ja ganz klar sagen, war der Kulturbetrieb nicht hierarchiefrei vor der Pandemie. Ich mache jetzt Schluss, ich habe schon viel zu lange geredet, aber ich könnte auch stundenlang darüber reden, muss ich jetzt auch sagen, so, ihr hört es sprudelt. Und das hat was damit zu tun, dass ich emotional durchaus auch angefasst bin durch die Situation, in der wir gerade sind. Ich glaube, da geht es dir wie uns allen. Vielen Dank erstmal, Klaus. Genau, wir werden das ja dann vertiefen im Panel. Also das erste Panel wird bestritten von Klaus Lederer und mir mit der Moderation von Imke Ellensen. Imke, ich kriege deinen Namen nie ordentlich über die Bühne, verzeih mir. Und wir werden Imke Ellensen Kliefroth, so. Und wir werden diskutieren über Kulturförderung vor und nach Corona. Im zweiten Panel wird es gehen um, das steht unter dem Titel Kreative Klasse, Kultur an und für sich. Dieses Panel wird bestritten von Lisa Basten, sie ist Gewerkschaftssekretärin für Kunst und Kultur bei Verdi, und von Lisa Job, sie ist Schauspielerin und Mitbegründerin des Ensemble-Netzwerks und Kandidatin für den Vorsitz der Bühnengewerkschaft GdBA. Moderiert wird das Panel dann von Eva Tepes, das ist meine wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, und es wird sich alles drehen um die Frage, was ist das Selbstverständnis von Kulturschaffenden und wie lassen sie sich politisch mobilisieren. Auch ihr beide bekommt natürlich die Möglichkeit für einen Input, und ich beginne mit Lisa Basten, der ich hiermit das Wort erteile. Ja, herzlichen Dank, Simone, herzlichen Dank für die Einladung an euch alle. Mir wurde ja nahegelegt, den Schwerpunkt meines Inputs hier zu Beginn auf den Klassenbegriff bzw. auf den Begriff der kreativen Klasse zu legen, in dem es ja auch in unserem späteren Panel geht. Das tue ich gerne. Erstens, ich sage es ganz ehrlich, muss ich nicht nur über Corona sprechen. Das ist einfach nach all den Monaten jetzt auch ein kleines Treat für mich. Außerdem ist es natürlich etwas, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren auch vor meiner Tätigkeit bei Verdi beschäftige. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass ihr euch, dass die Linke sich über den Begriff der Klasse
mit der gemeinsamen sozialökonomischen Situation von Kreativen tatsächlich beschäftigt. Allerdings ist das Konzept der kreativen Klasse nicht unproblematisch. Erstens suggeriert es politische Handlungsfähigkeit einer Gruppe, die nicht gegeben ist im Moment. Und zweitens ist der Begriff der kreativen Klasse eng verzahnt mit einer kommerzialisierten Sicht auf Kunst und Kultur. Also einer Sicht, die oft verkennt, dass diese grundgesetzlich verbriefte Freiheit von Kunst und Kultur eben auch eine gewisse Marktfreiheit bedeutet. In diesem Spannungsverhältnis werfe ich jetzt einfach ein paar Sachen hier rein in den virtuellen Raum. Zunächst mal die Frage, wen meint ihr und wen meinen wir heute mit Kreativen in der kreativen Klasse? Also über wen reden wir, wenn wir darüber nachdenken, was faire Arbeit in Kunst und Kultur sein soll und wie wir dahin kommen? Die kreative Klasse als Konstrukt ist ja sehr einflussreich und wurde wohl am einflussreichsten beschrieben von dem amerikanischen Ökonomen Richard Florida. Mit Bezug auf ihn begannen dann die westlichen Industrieländer, so ab 2000er, die Briten schon ein bisschen früher, das wirtschaftliche Potenzial dieser kreativen Klasse zu entdecken. In Deutschland schlägt sich das nieder in den Programmen und Publikationen zur Kultur- und Kreativwirtschaft, ein wirkmächtiges Konstrukt im Diskurs. Und hierher kommen ja auch diese zurzeit politisch oft genutzten Zahlen, ne? Umsatz von über 170 Milliarden Euro, also 2019 vor Corona, 1,8 Millionen Erwerbstätige, aber eben auch Umsatzeinbußen europaweit um 30% durch Covid, bis zu 90% in darstellenden Künsten etc. Ihr kennt das alle und auch viele der Teilnehmenden, die wir leider nicht sehen, kennen das ja sicher auch. Dieses Konstrukt Kultur- und Kreativwirtschaft umfasst ganz viele Branchen, darstellende und bildende Kunst, Musik, Film, Medien, aber eben auch die Architektur, den Buchmarkt, weniger überraschend, aber eben auch den Werbemarkt und Games. Darüber hinaus ist die Kreativwirtschaft betrachtet hinsichtlich der Erwerbstätigen alle Erwerbstätigen der Branchen, also ganz unabhängig davon, ob sie jetzt schöpferisch tätig sind oder verwaltend oder organisatorisch. Das ist ein Branchenbegriff, ein Industriebegriff. Kreativität in dieser Herleitung von kreativer Klasse bestimmt eine privatwirtschaftliche Wertschöpfungskette. Und alle, die daran beteiligt sind, gehören dazu. Geht es uns heute um faire Arbeit für diese Gruppe? Das ist keine rhetorische Frage. Also ich bin gespannt, ob wir darüber sprechen. Also ist die Klassenbeschreibung, die uns hier und heute betrifft, beschäftigt, diese Klassenbeschreibung? Das ist ja hochrelevant, weil ich sag mal, in den Diskussionen um Verbesserung der sozialen Lage und den Forderungen, die Verdi und andere Akteure, die die Arbeitenden im Fokus haben, also Forderungen, die wir aufstellen, da geht es ja zumeist um kleinere Gruppen, wenn wir ein Verbandsklagerecht einfordern und gemeinsame Vergütungsregeln verhandeln. Dann geht es um UrheberInnen künstlerischer Werke. Es geht also um eine originär schöpferische Eigenschaft, ca. 140.000 Leute in Deutschland. Unsere Forderungen in Bezug auf die Anpassungen in der Versicherung über die KSK zum Beispiel formulieren wir im Sinne der künstlerischen publizistisch tätigen Menschen, ca. 190.000 Leute. Aber auch also wenn wir uns angucken, Verdi fordert ja seit vielen Jahren jetzt branchenspezifische Mindesthonorare für Solo-Selbstständige. Wie die Linke auch in Teilen, glaube ich. Da sind wir jetzt immerhin bei 11% der Erwerbstätigen in Deutschland. Das ist richtig groß. Also diese ist eine Forderung, die würde sehr, sehr vielen Leuten im Bereich Kunst und Kultur helfen, aber eben nicht nur. So könnte ich jetzt lange fortfahren, aber ich will damit vor allem illustrieren, dass es wirklich wichtig ist, dass wir wissen, über wen wir reden, wen wir meinen, wenn wir faire Arbeit für Kunst und Kultur fordern und eine kreative Klasse beschreiben. Ich selber bin schon der Überzeugung, dass eine Chance in dieser Sichtweise auf die kreative Klasse als einer relativ großen Gruppe liegt. Denn es gibt Gemeinsamkeiten, und zwar jenseits der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Branchen. Unter den Gemeinsamkeiten sind eben spezielle Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt und in den sozialen Sicherungssystemen und hinsichtlich der Interessenvertretung. Es gibt aber auch andere. Und ich glaube, unter anderem darüber sprechen wir auch später in unserem Panel. Aber selbst wenn es diese Klasse strukturell gibt,
ist sie ja im Moment nicht gut organisiert. Sie hat wenig politische Begegnungspunkte. Sie wird ganz oft nicht gehört. Und interessant dabei ist, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Kreativen ist ja super attraktiv. Es gibt, insbesondere für junge und gut ausgebildete Leute, es gibt ja sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Ich weiß, aber Simone, ich habe noch eine halbe Minute. Ich habe nämlich eine Stoppuhr hier laufen lassen. Und das reiße ich auch nicht. Wo war ich? Es gibt ein Gemeinschaftsgefühl, genau. Was sich ja auch immer wieder zeigt, dass in gleichen Milieus oder in gleichen Stadtteilen oder sowas. Ne, es gibt so eine Form von Zugehörigkeit. Und die Frage ist ja auch, warum führt das bisher nicht zu einer Handlungsfähigkeit wie in anderen Klassen? Es wird oft gesagt, das ist wegen dem Individualismus, aufgrund des Einzelkämpfertums der einzelnen Kreativen. Ich glaube ja, dass es auch strukturelle Gründe dafür gibt. Und auch dazu, hoffe ich, sprechen wir im Panel. Ich glaube außerdem, dass sich gerade was ändert, dass sowas wie eine politische Handlungsfähigkeit gerade möglich wird. Möglicher wird vielleicht. Deswegen sehe ich eine Riesenchance darin, die gemeinsamen Features von der kreativen Klasse auch selbstbestimmt und selbstbewusst zu betonen, um mitzugestalten, in welcher Welt wir leben wollen und auch mitzugestalten, welche Rolle Kunst und Kultur denn haben muss in unserer Welt, und zwar jenseits ihrer ökonomischen Bedeutung. Herzlichen Dank soweit. Ganz vielen Dank auch von mir. Genau, den zweiten Input zum Panel Kreative Klasse, Kultur an und für sich, hören wir von Lisa Job. Liebe Lisa, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Hallo ihr Lieben, hallo liebe ZuschauerInnen. Ich mache jetzt auch meinen Timer an, Lisa Basten. Das war eine sehr gute Idee. Ich bin Schauspielerin vom Beruf aus und ich wollte heute auch was über SchauspielerInnen erzählen. Denn vielleicht vorab mal die gute Nachricht bei all den schlechten Nachrichten ist, dass durch dieses Brennglas sich die Theaterschaffenden, die SchauspielerInnen noch nie so sehr bewusst waren, was eigentlich ihr Beschäftigungsverhältnis ist. Ja. Es war so, dass als Corona kam, sehr viele, vor allem SchauspielerInnen, plötzlich einseitig die Verträge verändert bekommen haben und ihre Vorstellungen nicht bezahlt bekommen haben. Mitunter waren sie noch nicht mal einen Telefonanruf wert, um das mitgeteilt zu bekommen oder wann es denn weitergeht. Das betrifft auch die Solo-Selbstständigen, das sind dann RegisseurInnen, ChoreografInnen und so, aber auch explizit die SchauspielerInnen. Da gibt es nämlich eine Sache, die nennt sich befristet beschäftigt. Das heißt, eine Schauspielerin, eine Gastschauspielerin bezahlt Sozialabgaben wie eine Arbeitnehmerin, aber wenn sie krank ist, dann bekommt sie keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das heißt, man fühlt sich wie eine freischaffende Selbstständige, genießt aber nicht die Vorteile, in die Künstlersozialkasse zu kommen, sondern ist eine weisungsgebundene Schauspielerin, die auch die Vorteile einer Arbeitnehmerin nicht hat. Das mal kurz als Beispiel. Genau, also das ist mir wichtig zu wissen. Eine andere Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, wie die, ich habe einen Verein, der verhält sich ungefähr so zur Gewerkschaft wie Greenpeace zu den Grünen, kann man sagen, wenn es jetzt um Umweltschutz geht. Ja, also das Ensemble-Netzwerk macht Kampagnen, informiert, empowert Leute, gibt Hilfe zur Selbsthilfe und die Gewerkschaft macht die Tarifverträge, also die Politik quasi. Und ich möchte einen kurzen Einblick geben, dass auch die festangestellten KünstlerInnen es im Prinzip gar nicht so gut haben. Deswegen, Lisa Basten, ich schließe mich dir an. Um Corona muss es tatsächlich fast nicht gehen, sondern grundsätzlich um die Zukunft von Kulturpolitik. Zwei Dramaturginnen, nennen wir sie Anna und Fatma, studieren zusammen in Leipzig Dramaturgie. Fatma geht nach ihrem Studium an die Kulturbehörde in Leipzig und wird 3.050 Euro verdienen, weil sie nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes dort einsortiert wird, wo Menschen mit Hochschulabschluss nun mal einsortiert werden, bei der sogenannten Entgeltgruppe 9. Anna wiederum wird ans Schauspiel Leipzig gehen als Dramaturgin und jetzt ratet mal, was sie dort verdienen wird. Vielleicht ist das was für den Chat, falls er benutzt wird. Was wird sie da verdienen? Kurz, da wir die ZuschauerInnen leider nicht sehen, 2.000 Euro brutto. Und da bleiben circa 1.000,
200.300 netto übrig. Jetzt wisst ihr alle, was eine Miete von einer Wohnung in Berlin kostet oder in München und von mir aus auch in Göttingen. Ich war ja lange in Oldenburg auch engagiert. Eine sehr hübsche, süße und deswegen sehr teure Stadt. So, also das ist mal dieser Unterschied, den wir da haben. Das heißt also auch die Leute, die fest angestellt sind, sogenannt fest, die jederzeit nicht verlängert werden können, haben dieses Problem. Wir reden sicher ja heute auch über Gewerkschaften oder was ist das Selbstverständnis von KünstlerInnen. Da haben wir wiederum zwei Sachen. Erstens, warum haben wir so schlechte Tarife? Warum haben wir keine Mindestgagenstufentabelle? Das liegt daran, dass die Gewerkschaft erpresst wird. Es heißt nämlich, wenn die Kulturschaffenden bessere Arbeitsbedingungen haben sollen, dann können sich das die Träger der Theater oft nicht leisten und dann muss das Theater Stellen abbauen oder das Theater geht in einen Haustarifvertrag, das wird dann unter der Fläche bezahlt, Leute müssen auf Lohn verzichten oder es muss schließen und das möchtet ihr ja wohl nicht. Nein, 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 sagen alle, das wollen wir auf keinen Fall. Das andere Problem ist, dass KünstlerInnen an sich ein sehr solistisches Wesen häufig haben, trotzdem sie sich auch gerne in Ensembles und Gruppen zusammenfinden. Das heißt, man ist mal Künstlerin geworden, weil man irgendwie was Besonderes ist. Man steigt aus der Gesellschaft aus, um sie von außen anzugucken und begibt sich in ungewöhnliche Situationen und sich mit Kunst und Ästhetik auszudrücken, ist immer noch nicht der Standard. Ja? Deswegen haben KünstlerInnen oft das Gefühl, wenn ich mich einer Gewerkschaft anpassen würde oder einem Club, einem Verein, dann verschwindet meine Individualität. Jetzt bin ich bei 5 Minuten. Vielleicht umreißt das einmal ganz grob ein bisschen diese Seele, den Spirit auch von KünstlerInnen und deren Probleme. So. Und weil Klaus Lederer überzogen hat, überziehe ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen. Welche Zukunft, also was brauchen wir? Wir brauchen informierte KulturpolitikerInnen, die wissen, was vormittags und abends KünstlerInnen tun, wie viele Ausbildungen sie haben. MaskenbildnerInnen haben 2 Ausbildungen, weiß kein Mensch. Zum Beispiel, sie müssen sehen, dass also ein Theater nicht nur einen Kulturetat verschlingt, sondern was die Bedeutung dieses Hauses in ihrer Stadt ist und was die Bedeutung der und die Arbeitsbedingungen der Kulturschaffenden. Ich glaube, das ist wichtig. Und hinzu, das kleine Beispiel muss ich auch noch bringen, wir brauchen Theaterleitende, die in diesen Notsituationen, wie es jetzt war, also wo es hieß, wegen höherer Gewalt können wir euch nicht bezahlen, da brauchen wir Theaterleitende, die also auch einen Arsch in der Hose haben und ein gutes Krisenmanagement bekommen. Es ist nämlich so, dass es in Deutschland keine Auflagen gibt, um ein Theater zu leiten. Das muss man sich vorstellen. Jeder Fußballspieler, jede Fußballspielerin, wenn sie Trainerin werden möchte, muss eine Lizenz haben, einen Trainerschein. Keine Theaterleitung in Deutschland muss eine vergleichbare Lizenz haben. Genau, ich freue mich über diese, nur ein paar und viele weitere Themen mit euch zu diskutieren. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Lisa. Ihr habt ja auch erfolgreiche Arbeitskämpfe geführt. Ihr habt ja auch Erfolge vorzuweisen und auch das wird sicherlich Thema sein in eurem Panel. Das dritte Panel, das wir aufmachen werden, beschäftigt sich mit der Frage Klassenschranken einreißen, wie divers ist der Kulturbetrieb? Wir beschäftigen uns dort oder dort beschäftigen sich die ReferentInnen mit der Frage von Diskriminierung und Diversität. Wie steht es um Gleichberechtigung im Kulturbetrieb und seinen Institutionen, etwa von People of Color, von Leuten mit Migrationsgeschichte oder eben auch aus sozial benachteiligten Schichten? Und was kann gegen Ausgrenzung und Abwertung getan werden? Ich werde jetzt das Wort geben an Marwa Al-Radwani. Und zwar ist sie Gründungsmitglied der Initiative Grenzenlos e.V. und Projektleiterin bei der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Berlin e.V. Und sie wird eine der Referentinnen sein in Panel 3. Liebe Marwa, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Der Timer läuft. Unser Panel trägt
den Titel Klassenschranken einreißen, wie divers ist der Kulturbetrieb? Den Titel habe ich mir nicht ausgedacht, aber er bietet bereits gute Diskussionsansätze. Und ich fange mal mit dem zweiten Teil des Titels an und beantworte ihn vorweg in verkürzter und zugespitzter Form, da ich hier nur 5 Minuten zur Verfügung habe. Der Kulturbetrieb ist nicht sehr divers, also sowohl im Hinblick auf Repräsentation und Macht, also der Frage, wer übt Leitungspositionen aus und wer nicht, wer besetzt inhaltlich gestaltende Positionen im Kultursektor, das heißt, wer ist für Programm und Inhalte zuständig, wer sitzt in den Juries und Dachverbänden und kulturpolitischen Entscheidungspositionen. Dort sehen wir wenige Menschen, die besonders marginalisierten Gruppen zugeschrieben werden oder die strukturelle Diskriminierung erfahren. Beispielsweise sind 80% aller Intendanten in Deutschland männlich. 80% aller Ausstellungen in Museen der letzten 20 Jahre sind männlichen Künstlern gewidmet und noch viel seltener vertreten sind Menschen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigung durch die Gesellschaft behindert werden oder schwarze Menschen mit Fluchtbiografie zum Beispiel. Aber auch im Hinblick auf Inhalte, Themen, Lebenswelten und Perspektiven findet die gesellschaftliche Vielfalt der Bevölkerung wenig Eingang und nicht zuletzt auf Seite der RezipientInnen, also verkürzt gesagt im Publikum, besonders von großen staatlichen Kultureinrichtungen, Stichwort kulturelle Teilhabeforschung. Es gibt aber Initiativen, die das ändern wollen und die in den letzten Jahren mehr Gehör gefunden haben und deren Forderungen teilweise schon in Förderprogramme eingeflossen sind. Initiativen wie Platz da, das Bündnis kritischer KulturpraktikerInnen, Pro Quote Bühne, Pro Quote Film, Bühnenwatch und Förderprogramme wie zum Beispiel 360-Grad-Fonds für Kulturen der Neuen Stadtgesellschaft, der Kulturstiftung des Bundes oder Beratungsstellen wie Diversity Arts Culture in Berlin, um nur einige zu nennen. Es gibt aber keine Initiative von Kulturschaffenden aus ArbeiterInnenfamilien oder von ArbeiterInnen, die Kunst schaffen, wie es zum Beispiel das von Erwin Piscator gegründete Proletarische Theater war, und auch kein explizites Kulturförderprogramm für Themen, Lebenswelten und Perspektiven von ArbeiterInnen. Und das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass der Zugang zu Ressourcen und qualifizierenden Ausbildungen oder Studiengängen im Kulturbereich so voraussetzungsreich ist, dass es nur einer Handvoll Menschen überhaupt möglich ist, Kulturschaffende zu sein oder zu werden und es auch zu bleiben. 3% aller berufstätigen Deutschen arbeiten im Kulturbereich, oft in akademischen Berufen. Und ich erinnere an die Aussage Olaf Zimmermanns, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, angesichts der alarmierenden ökonomischen Lage vieler freiberuflicher KünstlerInnen durch die Corona-Pandemie. Er rate Berufsanfängern, sich eine Karriere in der Kreativbranche genau zu überlegen. Denn ohne finanzielle Rücklagen sehe es düster aus. Ja, und in der Tat, eine Beschäftigung in der Kulturbranche muss Mensch sich alleine in finanzieller Hinsicht erstmal leisten können. Und da werden schon sehr früh die Weichen gestellt. Ich persönlich hätte als Kind liebend gern Klavier gelernt oder wäre zum Ballettunterricht gegangen, wie einige meiner Mitschülerinnen in der Grundschule. Aber sowohl die Instrumente als auch den Unterricht konnten wir uns als Familie schlichtweg nicht leisten. Es geht weiter damit, dass Jugendliche aus ArbeiterInnenfamilien, Jugendliche ohne Abitur und ökonomisch benachteiligte BPUC sich deutlich seltener für einen FSJ-Kultur entscheiden. Und auch wenn wir als Träger bei der LKJ Berlin alle möglichen Maßnahmen entwickeln, um eine Teilhabe dennoch zu ermöglichen, bleibt es doch so, wer keine gut verdienenden Eltern oder ausreichend unbezahlten Wohnraum in intakten Familien hat, muss das monatliche Taschengeld von 360 Euro derzeit mit Sozialleistungen aufstocken. Und das ist natürlich eine Hürde oder etwas, das Mensch sich zweimal überlegt. Dasselbe gilt für unbezahlte Praktika. Und es geht weiter mit voraussetzungsreichen Studiengängen. Um eine Mappe an der Kunsthochschule einzureichen, braucht Mensch erstmal teure Materialien wie Farben, Pinsel, Leinwände und so weiter. Und endet schließlich bei den prekären Arbeitsbedingungen im Kultursektor, die, solange Mensch nicht eine Anstellung in einer etablierten großen Kultureinrichtung ergattert, oft stark projektbezogen ist, sich hauptsächlich mittels Werk- und Honorarverträgen abspielt, was zum Beispiel Menschen mit ungesicherten Aufenthaltsstatus, wie zum Beispiel Menschen, die über 20 Jahre in Kettenduldung leben, komplett ausschließt. Oder auch die Frage, wer sich denn eine Galerie in Berlin-Mitte leisten kann.
Das alles führt dazu, dass der Kulturbetrieb immer noch sehr bildungsbürgerlich geprägt ist von Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung mit Sesshaftigkeitshintergrund, die die familiäre Fürsorgearbeit ausgliedern und sich vollständig auf ihre Kunst konzentrieren können. Ich spitze zu für die 5 Minuten. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Programm, Inhalte und ästhetische Sprache. Und damit komme ich zum ersten Teil des Titels unseres Panels, nämlich Klassenschranken einreißen. Das ist ein interessantes Bild. Wenn wir Klassenschranken einreißen, die Menschen Zugänge versperren, wird der Kulturbetrieb und die Kulturlandschaft in Deutschland durchlässiger und damit vielfältiger und inklusiver. Das ist erstrebenswert. Aber reicht uns das? Oder wollen wir vielleicht nicht doch besser gleich die Klassengesellschaft an sich einreißen, also die ökonomisch-gesellschaftliche Basis, die dafür sorgt, dass nur eine Elite Zugang zu Ressourcen hat, um Kultur zu produzieren, teilweise auch zu konsumieren? Ja, diese und weitere große Fragen würde ich gerne mit euch und Ihnen im Panel diskutieren. Und ich freue mich auf die Debatte. Meine Zeit ist auch schon leicht überschritten. Dankeschön. Sorry, meine Maus hatte sich verselbstständigt. Vielen, vielen Dank für diesen Input. Gerade schrieb Ariana im Chat, dass sie es total bedauert, dass sie nicht in alle drei Panel gehen kann, weil die alle drei total spannend klingen. Und das geht mir auch so. Aber ich glaube, wir müssen das wirklich als Auftaktveranstaltung zu diesem Thema betrachten und sollten wirklich überlegen, ob wir diese Diskussion dann vielleicht auch rausgelöst oder nochmal ein bisschen fokussierter an anderer Stelle weiterführen. Das ist ein ziemlich dickes Brett, das wir da heute bohren wollen. Und ich erkläre jetzt nochmal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt diese drei Panels und zwar geht das so. Oben rechts gibt es nicht zwei Knöpfe, sondern zwei Köpfe, also zwei Männchen. Wenn man die anklickt, dann sieht man die Teilnehmenden. Und übrigens auch mal, da sind im Moment 144 Leute, Gäste. Ganz vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr für die zahlreiche Teilnahme. Wenn man da ganz nach unten scrollt, dann sieht man die drei Panelräume. Und da kann man sich dann in den gewünschten hineinklicken. Wenn das nicht funktioniert, mal bitte kurz Rückmeldung geben. Dann schaue ich nochmal in den Chat. Da kommt die Frage, ob wir die Panels mitschneiden können. Ich gebe die mal weiter an die Technik und so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das geplant ist oder ob das auf die Schnelle geht. Ich sehe aber, dass die Menschen, die Gäste jetzt die Panel betreten. Das heißt, meine Information ist offenbar angekommen und das schauen wir uns vielleicht einen Moment an. Die Panels sollen jeweils etwa 45 Minuten dauern und danach treffen wir uns alle wieder hier im großen Raum, der sich langsam leert, weil die Gäste rüberrutschen. Also, da sind aber immer noch ganz viele Gäste nicht drin. Genau. Also, auf die beiden Menschen da oben gehen und dann in den jeweiligen Raum wechseln. Ja, herzlich willkommen zurück aus den Panels. Mein Name ist Magdalena. Ich bin Referentin in der Bundestagsfraktion und dort für die Bereiche Kultur und Medien zuständig und moderiere nun unsere Abschlussdiskussion, die wir natürlich beginnen wollen mit den Berichten aus den Panels. Und ich starte einfach mal mit dir, Imke. Was waren denn die Aspekte und Themengebiete, die ihr in Kulturförderung in und nach der Corona-Krise diskutiert habt? Ja, ich versuche das hier jetzt mal kurz zusammenzufassen, was nicht ganz einfach ist, weil eine ungeheure Fülle von Detailfragen auch auftauchte und es ist gar nicht möglich war, in der Kürze der Zeit überhaupt auf alle Fragen einzugehen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir festgestellt haben, die Probleme schon vor der Krise in großen Teilen bestanden haben, und zwar in den Bereichen soziale Absicherung und auch natürlich in den Förderstrukturen, dass es nach der Krise natürlich die Gefahr von Verteilungskämpfen gibt, dass wir gucken müssen, wie wirkt sich das auf die Finanzierung von Kultur aus, was muss man da in Bezug auf Steuern und so weiter machen. Dass das Problem auch darin liegt, dass wir im Prinzip zu wenig Geld im System haben, dass freiwillige Leistung ist,
Und dass wir, wenn wir jetzt etwas ändern wollen, um Kulturförderung jetzt krisenresilienter zu gestalten, einerseits was an den Strukturen ändern können, dass wir zu einer langfristigeren Förderung kommen, dass wir mehr zu einer Basisfinanzierung zum Beispiel kommen, dass wir Stipendien mehr ausreichen und dass wir sowas wie Mindesthonorare natürlich brauchen, was ein eigenes Thema immer noch ist. Und dass es auf der Bundesebene verschiedene flankierende gesetzliche Dinge braucht, das zu untersetzen, gerade weiter diskutieren muss mit Migrationsgebot, mit dem Staatszielkultur. Und insgesamt ist es so ein Riesenthema, dass es also, es war uns unmöglich, innerhalb der kürzesten Zeit da weiter in die Tiefe zu gehen. Und der einhellige Tenor war, wir brauchen eine Anschlussveranstaltung und zwar in Präsenz. Magdalena, ja. Ja, ich habe es gerade gesehen. Eva, die kreative Klasse, hat sie ihr Klassenbewusstsein gefunden? Was waren eure Themen? Mir fällt es zusammenzufassen. Ich glaube vorweg, entscheidend, das ist hier, der Tenor ist nicht, welchen Begriff man jetzt wählt, ob es jetzt eine Klasse ist. Klassenkampf brauchen wir jetzt nicht unbedingt als Slogan. Entscheidend ist, wie kriegt man die Leute dazu, wie erreicht man die Menschen in diesem Bereich, sodass sie sich am besten in Interessenverbänden und Gewerkschaften organisieren, weil es sind Mitgliederorganisationen. Also diese Zweischneidigkeit oder dieses Spektrum haben wir irgendwie versucht zu ergründen. Lisa Jobt hat darauf verwiesen, dass teilweise die gewerkschaftliche Sprache eine etwas nicht mehr ganz zeitgemäße ist, nicht in aller Hinsicht, und dass da auch seitens der Gewerkschaften etwas passieren muss. Auf der anderen Seite hat Lisa Basten auch ganz richtig darauf hingewiesen, dass es die Gewerkschaften eben nur davon leben, dass sich dort Menschen organisieren. Und das scheint auch viel darüber zu laufen, dass KollegInnen sich ansprechen, dass es also nicht so top-down ist, sondern dass man sich da zusammenfindet. Ein paar Schlagworte: Kooperation, Solidarität, Glamour und Aufenthaltsqualität bei der Gewerkschaftsarbeit. Lisa Jopp, war das das Richtige? Genau, hier, das ist ja ein Beispiel, das könnte die Aufenthaltsqualität bei der Gewerkschaftsarbeit, glaube ich, steigern, wenn man die Menschen so anspricht, wie sie arbeiten, nämlich in Unterwäsche und mit Slogans auf dem Körper, wie es im Schauspiel der Fall ist. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Ja, nett. Last but not least, Henning, Klassenschranken einreißen. Worüber habt ihr im Wesentlichen diskutiert? Ja, schönen guten Abend an alle. Zunächst sind wir zu einem relativ ernüchternden oder wenig wohlwollenden Zwischenfazit gekommen, wie weit der Antidiskriminierungskampf in den Kulturinstitutionen gediehen ist. Auf einer Skala von 0 bis 10, also grottenschlecht oder hervorragend, glaube ich, kann ich das Ergebnis mit 3 bis 5 Punkten zusammenfassen. Wir sind auch ein bisschen der Frage nachgegangen, inwieweit das liberale oder manchmal ja sogar linke Selbstverständnis von Kulturbetrieben förderlich oder eher ein Hemmschuh ist bei in puncto Antidiskriminierung und Diversität. Marwa und Nenad waren einhellig der Meinung, dass es eher ein Hemmnis ist, weil sich Player und Institutionen schon für aufgeklärt halten und glauben, es gäbe keine Diskriminierungen in ihren Betrieben, obwohl sie eben dann doch vorliegen. Wir haben dann auch über die Förderstrukturen und Förderprogramme gesprochen, die existieren auf Bundes- und Länderebene. Die Ansicht dazu, ja, es ist gut, dass es sie gibt, aber in nicht wenigen Fällen gehen sie doch an den eigentlichen Problemlagen vorbei und müssten nachgeschärft werden. Und das betrifft insbesondere beim Ausbau der Förderpolitik sowas wie die Antragslyrik nicht ausufern zu lassen, nicht so viel Bürokratie, Werkverträge abzuschaffen, von der sogenannten Projektitis wegzugehen und auch darüber nachzudenken, ob die Spartenschubladen nicht aufgelöst werden sollten. Und in puncto klassistische Diskriminierung, hier hat Nena sehr dafür geworben, dass überhaupt der Punkt erstmal anerkannt werden muss, also dass erstmal Bewusstsein geschaffen werden muss, dass es sowas gibt, über Workshops, über Videos, über Weiterbildungen.
Und dass Förderungen für die Kulturinstitutionen, für Kulturbetriebe beispielsweise an das Einhalten von sozialen Standards gekoppelt werden. Auch daran, dass Diversitätsprogramme durchgeführt werden, dass ausbeuterische Vertragsbedingungen abgeschafft werden und Antidiskriminierungsklauseln beispielsweise in die Dienstvereinbarungen aufzunehmen seien. Soweit von uns. Danke. Vielen Dank, Henning. Ja, zu Beginn haben ja einige ein bisschen bedauert, dass sie nicht in allen Panels drin sein können. Ich habe mir folglich einige Fragen überlegt, damit wir doch am Ende nochmal einige Themen aufgreifen können, die vielleicht zentral sind und ein bisschen auch mit der Perspektive, ja, dieser Kulturpolitik 2030 aussehen. Gerne. Aber öffentlich geforderte gerade kulturelle Bildung findet ja oftmals einem relativ statt. Museen oder eben auch Theater. Was sind in deiner Meinung nach die zentralen Stellschrauben, um sich dem Ideal der kulturellen Teilhabe Gerechtigkeit anzunähern? Siehst du das eher in den Strukturen oder auch im Programm? Das heißt, durch eine geänderte Programminformation, dass die mehr ja, diverseres Publikum anspricht. Das ist meine eine Frage. Und die andere, die ich dir gleich nachschieben würde wollen, glaubst du, dass ist der Eintritt in freie Museen ein erster Schritt und reicht dieser aus? Also kurz gesagt sehe ich tatsächlich die Stellschrauben eher bei den Strukturen. Die Programme folgen dann. Ich würde das so unter zwei Schlagworten fassen, also als zentrale Stellschrauben. Das eine ist Zugänge schaffen und das andere Bewusstsein, Positionierung der Kultureinrichtungen oder Kulturschaffenden. Was verstehe ich unter Zugänge schaffen? Also wirklich, was ich ja auch schon kurz in meinem Eingangsinput genannt hatte, dieses von Kindesbeinen an wirklich jedem Kind ungeachtet von ja, Diversitätsdimensionen und Benachteiligungen eben den ja, Zugang zur kulturellen Teilhabe zu schaffen. Also es gibt ja diese Initiativen wie jedem Kind ein Instrument und so weiter. Sowas müsste es tatsächlich flächendeckend geben, weil es eben schon, das wissen wir aus der Sozialforschung, sogar auch aus der Gehirnforschung, wie also was für einen immensen Einfluss auf Bildungsgerechtigkeit und auch ja, so, ja, Entwicklung, persönliche Entwicklung eben an ja, kulturelle Förderung schon im kleinen, jungen Alter hat. Der andere Punkt ist, was ich auch genannt hatte, eben Studiengänge und auch Ausbildungen wirklich zugänglicher zu schaffen. So wie es eben jetzt ist, muss man tatsächlich schon Kapital mitbringen, also vor allem ökonomisches, aber auch kulturelles. Und der dritte Punkt ist tatsächlich die Arbeitsbedingungen, also Stichwort tarifliche Bezahlung und so weiter. Und ich meine das jetzt gar nicht so vulgär marxistisch von wegen Haupt- und Nebenwiderspruch, aber ich glaube wirklich, dass wenn wir nicht Arbeitsbedingungen schaffen, in denen zum Beispiel Menschen, die sich um eine Familie kümmern oder Fürsorgearbeit machen, dort auch darin bestehen können, sage ich mal, dass wir sehr viele andere Schritte, die wir unter eben Diversität und Inklusion erreichen wollen, sonst nicht erreichen. Und ich finde es ganz interessant, dass Lisa, du vorhin das Beispiel, das Fiktive von Fatma und Anna gebracht hast. Und ich glaube, es ist nicht zufällig gewählt, dass Fatma dann letztendlich in der Kulturverwaltung gelandet ist, die öffentlich gefördert ist und besser bezahlt. Also ob das jetzt immer so wirklich so stattfindet, sei dahingestellt. Tatsächlich dann eher den Job in der Kulturverwaltung nehmen, obwohl er der besser bezahlt ist, auch wenn er langweiliger ist, sage ich jetzt mal ganz zugespitzt so. Und ich glaube, es ist kein Zufall. Ich habe so viele Gespräche mit jungen, aufstrebenden, migrantisierten Jugendlichen geführt, die halt eher Ausbildung, Studiengänge in MINT-Berufen, sozusagen Brotberufen eben suchen, weil Zitat Olaf Zimmermann am Anfang, so, man muss es sich leisten können, so in der Kultur zu arbeiten. So viel zu Zugänge schaffen und zur Frage von Bewusstsein und Positionierung meine ich, was wir eben oft erleben, ist, dass Kultureinrichtungen, aber auch Kulturverwaltungen, ich meine jetzt nicht Berlin, eher im kleineren lokalen Bereich, das Anliegen von kultureller Teilhabe eher so als, oder Antidiskriminierung, Diversität und Inklusion eher als
Gedöns, um es mit Gerhard Schröder zu benennen, verstehen als irgendwie Luxus- und Sonderprogramm, das irgendwie, ja, wäre ja nice, aber ist jetzt erstmal nicht Hauptpriorität und eben nicht als grundlegendes Querschnittsthema, was eigentlich auch eine Überlebensfrage ist, gerade von etablierten, großen, staatlich geförderten Kultureinrichtungen. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich ein Verständnis von kultureller Teilhabe als Menschenrecht, wie es auch so benannt ist. UN, Artikel 15 Absatz 1, eben das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben. Und dieses erstmal sozusagen dieses Bewusstsein und diese Positionierung zu haben, öffnet dann überhaupt erst auch den Blick für Programme und Angebote und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und insofern glaube ich, dass allein ein kostenfreier Eintritt in Museen oder auch der Oper oder so nicht unbedingt den großen Unterschied macht, wenn die Programme oder Angebote so und die Sprache und aber auch der Habitus so bleiben, wie sie meistens eben noch sind, so, weil es setzt ja voraus, dass Leute überhaupt wissen, dass es diese Angebote gibt und was es diese Museen gibt und auch sich angesprochen fühlen vom Programm und dort auch willkommen sind. Und das habe ich, also wir waren 2013 mit Jugendlichen im Kampenagel bei der Oper zu Bonhoeffer. Und es war so ein Distinktionshabitus, wie unsere Moabiter Jugendlichen, sage ich jetzt mal, angeguckt wurden. Und als wären sie Aliens, als wären sie Fremdkörper in dieser Kultureinrichtung. Und das prägt natürlich. Und dann gehen sie nicht noch ein zweites Mal so in die Oper. Und ich glaube, solange das sich nicht ändert, wird auch der freie Eintritt nicht viel ändern. So wieder zugespitzt etwas, aber ich glaube, in der Tendenz würde ich das so unterstreichen, ja. Vielen Dank. Lisa Basten, es gibt ja Studien aus Ländern wie Österreich, UK und der Schweiz, die sich damit beschäftigen mit der Frage, welche Menschen gehen eigentlich an Kunsthochschulen. Und, wie zu erwarten, es sind eher able-bodied, mitteleuropäische Weiß, und auch eher ja, den privilegierten Klassen zugehörig. Marva, du hast am Anfang bei deinem Input ja auch ganz schön geschrieben, woher das eigentlich auch kommt, dass ein bestimmtes Milieu an diese Schulen geht, ne? Und hierzulande fehlen ja derartige Studien. In unserem Antrag fordern wir das tatsächlich. Ich glaube, ich habe den auch im Chat gesehen, den jemand reingepostet hat, damit wir zunächst einmal die Zahlen haben. Wir fordern ja aber auch, dass bei der Kulturfördervergabe diese Kriterien, soziale Kriterien und diverse Kriterien mit einberechnet werden. Nun ist es so, dass wir des Öfteren schon gehört haben, ja, aber das schneidet Kunstfreiheit, da ja nicht primär das Projekt im Vordergrund steht, sondern der Antragsteller. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Ist es ein Einschnitt in die Kunstfreiheit oder erweitert es gar Kunstfreiheit? Also in einer idealen Welt würde ich jetzt sagen, da hat der Förderer überhaupt nicht mitzureden, welches Projekt gefördert wird, denn selbstverständlich wird hier divers geschlechtergerecht in Themen und in Bezug auf die Erwerbstätigen gefördert. Das ist aber halt nicht so. Und ich bin ein glühender Verfechter von Quoten und also nicht nur Quoten in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, sondern eben auch auf Diversität, insbesondere auch in Bezug auf Inhalte, weil es nicht anders funktioniert. So, weil wir jetzt in einem der reichsten Länder der Erde mit einer milliardenschweren Kulturförderung 2021 haben und die Zahlen, die wir haben, sind absolut desaströs. Und wir haben noch nicht mal besonders viele Zahlen. Von daher, ich liebe die Kunstfreiheit und es ist großartig, dass es sie gibt, aber sie kann nicht immer dafür herhalten, dass wir riesige Probleme in dieser Branche zudeckeln. Und das, was du angesprochen hast, Magdalena, ist ein Riesenproblem und Marva und Nenad haben das ja gerade auch eloquenter und klarer benannt, als ich es jetzt tun könnte. Vielen Dank. Dann nochmal an Lisa Job. Auch wenn ich gehört habe, dass es gerade
beim Panelbericht, dass du gesagt hast, oder beziehungsweise das ein Resultat war, Gewerkschaften sind nicht so oder sprechen nicht so unbedingt Kulturschaffende an. Ich hatte gelesen, und ich komme selber aus der Kunstgeschichte, da kennt ich das auch so ein bisschen, dass Kulturinstitutionen relativ hierarchisch aufgebaut sein kann. Da ist so quasi oben der Direktor, danach kommen als Mittelklasse die Festangestellten und unten sind dann die, ja, bewusst angestellten Künstlerinnen, auch die Theaterkritikerinnen und die Assistenten. So, das ist dann so der prekäre Unterbau. Mich würde fragen, oder ich frage jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, da ist ja eine ziemlich offensichtliche Ungleichheit da. Hat die, ich benutze nochmal den Begriff, die kreative Klasse ein bisschen den Arbeiterkampf verlernt? Die falsche. Also ich tue das mit Mandat und ohne Mandat. Ich habe mir selber meine Mandate besorgt. Von daher würde ich sagen, Theater, das ist meine Aufgabe, Leute zusammenzubringen, um sich solidarisch zu verhalten, um überhaupt die Instrumente der Interessenvertretung zu begreifen, um auch übrigens zu begreifen, was sind die Privilegien, die man hat, wie kann man sie auch für andere nutzen und so. Deswegen kann ich nicht sagen, haben wir das verlernt, weil die Theaterschaffenden sowas ehrlich gesagt auch noch nie so richtig hatten. Die Gewerkschaft hat leider keine großen Erfolge aufweisen können in den letzten Jahren. Jetzt kriege ich wieder Ärger, wenn treue Gewerkschaftsleute hier im Chat sind. Ich weiß, ich darf das nicht sagen, aber es ist halt leider so, wenn wir eine Mindestgage von 2000 Euro haben. Aber ich bin auch lange in der Gewerkschaft und es gibt gerade eine unheimliche Politisierung, würde ich sagen, wo man merkt, es geht total voran. Im Ensemble-Netzwerk haben sich ja noch zum Beispiel auch das BPOC-Netzwerk gegründet. Das heißt, abseits von Berufen finden gesellschaftliche Debatten dort statt. Und wir haben es auch geschafft, nachdem wir scharf kritisiert wurden, nicht eitel zu reagieren und mir ist aber gemein, wir machen doch schon ehrenamtlich alles, sondern uns zu öffnen und zu sagen, ihr habt recht, wir checken unsere Privilegien ab, wir haben hier einen Antirassismuskurs gemacht bei Diversity Arts Culture und so. Das heißt, wir sind tatsächlich in diese Verantwortung gegangen und versuchen immer wieder Räume zu schaffen, um alle reinzulassen und auch, dass die Beteiligung Freude macht. Haben wir das verlernt? Aber das geht jetzt gerade erst los, Magdalena. Vielen Dank. So, ich habe noch zwei Fragen an unsere Kulturpolitikerinnen und ich beginne mit Klaus. Und es geht um Umverteilung. Klaus, Umverteilung im Kulturbetrieb oder für den Kulturbetrieb? Das ist jetzt wieder so die ganz plakative Frage und ich sage ganz sibyllinisch sowohl als auch. Mehr Kohle für die Kultur, aber auch innerhalb der Kultur muss man natürlich die gewachsene Strukturen immer wieder in Frage stellen und gegebenenfalls auch anders entscheiden. Und ich habe ja nicht alles, was ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, mit mehr Kohle vom Abgeordnetenhaus gemacht. Das ging gar nicht, weil die Kulturpolitik im Abgeordnetenhaus auch nochmal ganz andere Kriterien für wichtig hält als ich. Also wir müssen versuchen, unter den gegebenen Bedingungen beides zu tun. Die bisherigen vorgefundenen Strukturen, die gewachsenen Strukturen in Frage stellen mit den Beteiligten gemeinsam. Aber, da kann ich jetzt nicht anders, die Kohle reicht vorne und hinten nicht und das ist das reichste Land der Welt und jetzt mal völlig unabhängig davon, dass es überall eigentlich mehr Kultur braucht, es ist eigentlich beschämend und das hat sich in den ganzen Debatten in der Pandemie auch deutlich gemacht, irgendwie Freizeit, Vergnügen, das kann man mal verzichten, es ist beschämend, wie ein Land, was nicht so knapp permanent irgendwie von Kulturnation faselt und schwafelt, ja, dann, wenn es hart auf hart kommt, irgendwie findet, dass sozusagen jeder beschissene Freizeitknippeln wichtiger wird und show must go on. Also Hauptsache der ökonomische Betrieb läuft weiter und dann wirst du mit der Kultur überhaupt nur noch gehört, wenn du dann wieder anfängst mit den Milliarden, die umsetzen. Aber das ist eigentlich scheißegal, weil Kultur ist nicht wichtig, weil sie mehr irgendwie Milliarden umsetzt, sondern weil sie zentral wichtig ist für den gesellschaftlichen Kontext. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen und alles, was Lisa, was Nenad gesagt hat, was Marwa gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Aber das ist jetzt auch, ja, mehr muss man nicht sagen. Ist ja auch, und angesichts der Tatsache, dass wir schon 20 Minuten überzogen haben, auch voll in Ordnung. Genau, ich würde jetzt auch das tatsächlich noch eine Frage an Simone und Simone vielleicht auch schon mit der Perspektive für ein Schlusswort.
Wenn du jetzt in die Glaskugel blickst und du siehst 2030, wie denkst du, wird sich die kulturelle Infrastruktur verändern? Wie wird das kreative Dasein sein, vor allem auch im Hinblick auf die digitalisierte Arbeitswelt? Ich meine, das ist ja für die Kreativbranche nicht unwesentlich. Puh, das ist jetzt noch ein dickes Brett, das du in den Raum schmeißt, und ich glaube, ich bohre das jetzt nicht, sondern versuche nochmal ein bisschen auf das einzugehen, wo wir waren, weil das ist tatsächlich eine Baustelle, die wir jetzt überhaupt noch nicht beackert haben, und da spielt dann Urheberrecht und so weiter eine Rolle und natürlich die Tech-Konzerne, die zwar abschöpfen, aber nicht zahlen und so weiter. Also sind wir wieder bei Umverteilung und bei den Verhältnissen, und das ist, glaube ich, das Zauberwort. Mein Fazit in der Diskussion war eben auch, wir können natürlich am System doktern, aber eigentlich müssen wir das System in Frage stellen, sprich die Systemfrage stellen. Und schön wäre es natürlich, wenn wir es geschafft hätten, bis 2030 die Verhältnisse zu verändern. Das ist sehr optimistisch gedacht, ich weiß, aber letztlich, wo wir dann stehen, das wird ja sehr von uns allen abhängen. Ich hab mir noch ein paar Stichworte aufgeschrieben hier jetzt gerade aus der Diskussion. Da war zum Beispiel Kunstfreiheit, Freiheit der Kunst. Aber wie frei ist denn ein Künstler, eine Künstlerin, die nicht weiß, wie sie ihre Miete bezahlen soll? Also ne, die Verhältnisse müssen doch so sein, dass die finanzielle Sicherheit erstmal da ist oder die soziale Sicherheit. Daraus entsteht Freiheit und Unabhängigkeit. Dann kam im Chat nochmal, BAföG zum Beispiel hat ja mal Schranken eingerissen. BAföG war mal so in einer Höhe, die dazu geführt hat, dass eben Arbeiter, Kinder und so weiter plötzlich Kunst studieren konnten. Das, von BAföG kann man aber heute nicht mehr studieren eigentlich. Sprich, auch da hat sich eigentlich viel rückentwickelt. Eigentlich war man schon mal weiter. Diversität, wie soll man mit einer Politik, die ja die Rahmenbedingungen mitbestimmen muss und gestalten muss, Diversität erreichen in der Gesellschaft, egal in welchem Bereich, wenn im Bundestag knapp über 30% Frauen nur sitzen, von Diversität darüber hinaus wollen wir gar nicht reden. Also Diversität muss sich eben auch da spiegeln, in der Politik zum Beispiel. Dann nochmal, was Kulturförderung, also das wurde auch immer wieder genannt, dass die Strukturen gestärkt werden müssen, damit man eben nicht Löcher mit Projekten stopfen, wo die Strukturen zusammenbrechen, sondern die Strukturen stärken, damit dann auf diesen Strukturen, auf einem Fundament eigenständige Kulturarbeit stattfinden kann. Ich glaube, dabei lasse ich es für den Moment auch, aber ich möchte mich jetzt, und das ist natürlich am allerwichtigsten, bei allen nochmal bedanken, und zwar bei allen ReferentInnen hier. Vielen, vielen Dank für die spannenden Diskussionen und dass ihr dabei wart. Dieses Podium war ja gemessen an den Verhältnissen relativ divers, aber letztlich saßen hier auch nur Privilegierte in gewisser Weise. Also insofern ist da, also Luft nach oben ist da immer noch. Ich freue mich wahnsinnig. Es sind immer noch 88 Gäste im Chat, und das finde ich für die Länge der Veranstaltung wirklich erstaunlich. Ich bedanke mich für die trotz der Umstände gute Diskussion und fürs Mitmachen. Ich bedanke mich beim Fraktionsservice, und zwar stellvertretend bei Annenella für die Organisation. Ich bedanke mich bei Marion Spröte, die die ganzen Einladungen koordiniert hat und so weiter, und natürlich bei allen, die da noch irgendwie dranhängen. Ich bedanke mich bei Magdalena und Henning und Imke und Eva für die Moderation und hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und ich stelle in Aussicht, na klar muss es eine Folgeveranstaltung geben, das geht gar nicht anders. Ich finde es total spannend, dieses Thema, mich beschäftigt das schon lange, und ich finde es total spannend, dass das Interesse so groß war und das gibt auch gute Energie. Also na klar, benennt man immer Probleme, aber es gab ja auch viele Vorschläge und Ideen und so, wie man Dinge anders machen kann. Mir hat das sehr gut getan, obwohl wir die Gäste nicht gesehen haben. Der Wunsch war,
dass wenn es eine Folgeveranstaltung gibt, dass die im allerbesten Fall hybrid stattfindet, damit wir einerseits vor Ort sein können, aber auch Menschen, die eben woanders sind, trotzdem dabei sein können. Und auch das werden wir natürlich in unsere weitere Planung mit reinnehmen. Und ich biete nochmal an, dass alle, die da jetzt im Chat unterwegs waren, sich natürlich auch im Nachgang nochmal bei uns melden können, wenn sie sich vernetzen wollen, wenn sie nochmal Informationen haben wollen, wenn sie nochmal irgendwelche Sachen genauer wissen wollen und so weiter und so fort, dass wir da einfach im Kontakt miteinander bleiben. Und ja, also es liegt an uns. Schönes Schlusswort. Schönen Abend und danke für die wunderbaren und inspirierenden Beiträge. Tschüss.